Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das aktuelle Unboxing von der Vegan Beauty Basket. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese wunderschöne vegane und tierversuchsfreie Box erscheint alle 2 Monate, kostet ab 23,33 Euro pro Box und pro Box halt, ne, alle 2 Monate halt. Ich habe einen Code, Claudi10, damit kannst du 10% auf deine erste Box sparen, was ich sehr, sehr cool finde. Da hat die Ina mich eben nämlich nochmal angeschrieben und mir gesagt, dass sie meinen Rabatt auf 10% erhöht, von 5 auf 10, fand ich echt, echt cool. Und ja, genau, hier haben wir die Box. Ich will gleich reinschauen, aber zuallererst möchte ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Muss sein, Leute. Ich habe ein Buch herausgebracht, das heißt Sammy endlich ankommen. Sammy atmet schon schwer, ja, denn ich drehe heute einige Videos und sage es heute schon zum 3. oder 4. Mal, glaube ich. Und ja, es ist ein Buch aus Sammys Sicht, was ich im Pelletier Verlag herausgebracht habe. Und ja, es beschreibt die 2 Jahre, natürlich fiktiv, da habe ich mir ein bisschen eine Geschichte ausgedacht, was Sammy so in der Zeit passiert ist und wie er so seinen Weg gegangen ist. Falls ihr Interesse daran habt, so ein bisschen meinen Gedankengängen zu folgen und ein bisschen in die Welt von Sammy eintauchen möchtet, dann schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch das Buch und das, ja, den Pelletier Verlag einmal verlinkt. Und ja, gönnt euch gerne hart. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich da supporten würdet. Und ich habe keine Ahnung, warum ich mich gerade so häufig verspreche. Reden kann nicht jeder. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen. So, Ina hat mir diese Box zugeschickt. Und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Wir haben eigentlich jedes Mal auch ein Auswahlprodukt mit dabei. Ist meistens im Bereich der dekorativen Kosmetik, manchmal aber auch im Bereich der pflegenden Kosmetik. Dieses Mal war es ein Lippenstift, wo ich mir die Farbe aussuchen durfte. Und fand ich cool. Hier habe ich jetzt einmal den wunderschönen Deckel in der Hand. Herzlichen Glückwunsch, lege ich zur Seite. Und wenn ich das aufmache, das sieht so schön aus. Es ist immer wie so ein kleines Geschenk eingepackt, ne? So mit Butterbrotpapier und Seidenschleifchen und so. Also das macht Ina echt schön, ne? Das finde ich wirklich cool, jedes Mal, wenn ich das sehe. Man merkt einfach diese Herzlichkeit, diese Liebe, die da mit drin steckt. Jetzt mache ich mal das Schleifchen auf und schaue mir das Kärtchen an. Viel Freude mit der Box, hat sie drauf geschrieben. Thank you. Und dieses Design von den Karten entwickelt sie selber. Und sie hat scheinbar jetzt die Karten, die sie sonst immer hatte. Das waren nämlich auch immer große quadratische Karten zu Karten umgewandelt. Also wirklich Kartenkarten. Sehr, sehr kreative Frau. Ina ist ja auch die Gründerin der Box, ne? Und so viel Persönlichkeit noch mit reinzubringen, finde ich echt cool. Dann ist hier ein Flyer von Hands on Veggies mit dabei. Da hatte ich auch schon das ein oder andere Mal in der Box mit drin enthalten, nämlich Shampoo. Und hier hinten ist auch Shampoo drauf abgebildet. Bin ich mal gespannt, was wir hier jetzt drin haben, ne? Gesunde Biokosmetik aus Österreich. Dann haben wir so eine kleine, aber feine Produktkarte. Und ja, hier sind die Produkte dann immer so aufgeführt, die hier drin enthalten sind. Mit Informationen, 5 Produkte sind das. Die Inhaltsstoffe sind aufgeführt. Eine Kurzbeschreibung, wie verwende ich das Produkt. Also immer sehr liebevoll gemacht. Und die Preise sind natürlich auch mit dabei. Ich lege mir das hier mal hin, falls ich spicken muss. Und dann mache ich einmal dieses Papier auf und zeige euch direkt mal den Blick in die Box. Entschuldigung, ich musste gerade ein bisschen abtauchen. Zuallererst ist mir nämlich hier ein Deo entgegengeflogen. Das werde ich meiner Freundin geben, denn die mag das sehr gerne. Wobei sie eigentlich eher auf die Deo-Sticks steht, aber ich frage sie mal, ob sie die Deo-Creme davon auch sehr gerne mag. We love das Deodorant. We love the planet. Sweet, soft, sweet and soft. Und das ist... ich weiß nicht, mit welcher Duftrichtung, müssen wir gleich mal gucken, ne? Und ja, schaut so aus, ist halt so ein Döschen. Und ich habe das nämlich letztens auf Mädelsabend mitbekommen. Also meine Freundin Dani, die ja auch immer bei uns hier Zuckersport macht und so, ne? Also unsere Vorturnerin quasi, die mag die Sticks davon sehr, sehr gerne. Die packe ich ihr dann auch gerne zur Seite. Aber das hier ist jetzt die Creme. Ich frage sie einfach. Sonst frage ich meine Freundin Sandra, die steht nämlich auch immer voll auf diese Pöttchen tatsächlich. Ich persönlich stehe tatsächlich nicht so ganz da drauf, weil ich mag es halt richtig, wenn bei mir die Düsen verschlossen werden und weder Nässe noch Stinkerei rauskommt.
bin da halt ein bisschen crazy unterwegs. Dann habe ich hier von Hands on Veggies, das wo ich dachte, wir hätten hier vielleicht ein Shampoo drin enthalten, ein Firming Shower Kiel. Ist Firming nicht glättend? Mit Artischocke. Sehr, sehr interessant. No Planet B und ja, das werde ich mal ausprobieren. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Ein straffendes Bio-Duschgel. Sehr interessant, oder? Finde ich cool. Komm, wir riechen mal dran. Wie riecht denn Artischocke? Riecht sie ja nicht so viel raus, ne? Ist auch noch verschlossen? Weiß ich nicht. Werde ich mal ausprobieren. Kommt in mein Backup, ne? Und wird dann auch auf jeden Fall auch seinen Einsatz finden. Go and Home, da hatten wir auch schon mal Produkte drin, die aber deutlich kleiner waren. Hier freue ich mich drüber. Eine Foot and Leg Cream, also quasi Fuß und Beine, ne, ist es ja. Sweet Rosemary und hier ist ein Oschifee drin, richtig geil. Wie viel ist denn hier wohl drin? 150 Milliliter, guckt euch das an. Ich liebe Fußcremes, ne. Also wenn wir Fußcremes in Boxen drin haben, freue ich mich. Ganz einfach, weil einfach sowas wichtig ist und praktisch. Und meine Füße müssen Pflege und Liebe bekommen. Ich weiß nicht, Rosemary ist ja nicht... Ist Rosemary? Rosmarin? Süßer Rosmarin? Weiß ich nicht. Kannst du jetzt ja auch nicht aufdrehen, ne? Schade, Schokolade. Also mich freut auf jeden Fall dieses kleine Mädchen mit ihrem Schirmchen. Muss ich sagen, das macht mir direkt ein Lächeln ins Gesicht und auch das Produkt an sich. Finde ich klasse. Wird auf jeden Fall seine Anwendung bekommen. Dann habe ich von Studio Botanic eine Hautcreme hier drin. Intensive Pflege für Gesicht und Körper. Regenerierend und nährend. 50 Milliliter. Und das Maracuja-Öl, veganes Wachs, Olivenöl, zertifizierte vegane Naturkosmetik für die Haut. Hört sich schon mal sehr interessant an. Ich glaube, das ist auch so eine Marke, die sehr clean unterwegs ist. Ne? Also auch vom, wie das nachher jetzt von der Verpackung aussieht. Ich meine, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Sieht nämlich auch sehr medizinisch aus. Mit dieser Drehtube hier vorne. Ne? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich, oder? Also finde ich cool, gerade für Leute mit sensibler Haut, die ich so habe, kann ich mir vorstellen, dass es eine gute Geschichte ist, wenn hier jetzt zum Beispiel auch keine Parfümstoffe oder sowas drin sind. Muss ich mir noch alles mal ein bisschen intensiver durchlesen und sehe ich aber auf den ersten Blick hier so nicht drin. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ne? Für Gesicht und Körper. Also das kannst du halt sowohl als Bodylotion verwenden, wobei da wäre es wahrscheinlich Verschwendung, ne? Eher halt fürs Gesicht. Muss ich mal schauen, vielleicht hat es auch so eine etwas, ja, weil wenn es halt nährend ist, dann wird es wahrscheinlich auch eine etwas dickere Konsistenz haben, sodass man das dann partiell auftragen kann, wenn man so raue Ellenbogen hat oder sowas. Das ist cool. Und hier haben wir das Auswahlprodukt und das habe ich mir ausgesucht in der Farbe Growth Mindset von Kia Carlotta. Da hatten wir schon mal Nagellacke, glaube ich, auch mit drin. Ein Vegan Lipstick und der kommt auch ins Fullface Beauty Boxen. Und ich finde die Farbe sehr schön, sehr tragbar. Mag ich richtig gerne leiden, weil das halt so ein ja, Rose-Ton ist. Ne? Das ist nicht ganz Mauve, würde ich sagen. Das ist eher so Rosenholz. Und den fand ich nämlich sehr ansprechend, als ich den gesehen hatte. Ein veganer Lippenstift. Na, drehe ich, ziehe ich, ziehe und dann drehe ich. Okay. Riecht so weit nach nichts. Ne? Das ist halt hier oben in dieser Tropfenform. Damit kommt man immer sehr schön hier so auch an die, an das Lippenherz dran, das mag ich ja, ne? Okay, ein schöner, cremiger Lippenstift, den mag ich. Das ist eine schöne Farbe, guck mal. Ne? Kannst du nichts zu sagen. Definitiv, also sehr, sehr cool. Da habe ich auch die richtige Farbe gewählt, würde ich mal so sagen. Und das wäre jetzt die Box gewesen. Schöne Sachen. Also ich mag das, ne? Wir haben diese Abwechslung drin. Wir haben ein bisschen dekorative Kosmetik mit dabei. Wir haben sehr viel Pflege mit dabei. Wir haben für den Körper was. Wir haben was für die Füße, was ich schön finde. Und wir merken oder wir können einfach beim Unboxing selber immer wieder merken, wie durchdacht das Ganze ist. Dass es nicht irgendwie einfach wild zusammengewürfelt ist, sondern dass man halt wirklich sich überlegt hat, hey, was könnte die Abonnentin gerade so benötigen? Und vielleicht kann man ja auch mal ein bisschen was Ausgefallenes reinmachen, was aber nicht mega out of space ist. Ne? Deswegen finde ich das sehr cool. Alles Produkte, die man durchaus sehr gut verwenden kann und gebrauchen kann. Und deswegen von mir auf jeden Fall ein Go, hat Ina toll gemacht. Ne? Schreibt
mir mal gerne eure Gedanken dazu in die Infobox. In die Infobox vor allem, das ist schwer. In die Kommentare rein. So, das war's jetzt hier von mir und dem Unboxing von der Vegan Beauty Basket. Denkt auf jeden Fall dran, es gibt ein Gewinnspiel und schaut da einfach in der Infobox vorbei. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.